Herzlich willkommen bei den Retrohelden. Ich bin Perudo und ich begrüße dich ganz recht herzlich zum ersten Audiocast hier auf meinem Kanal. Es ist der 24. Dezember 2017, der Heilige Abend. Relativ noch am Morgen, wenn ich das Video veröffentlichen möchte, habt ihr wahrscheinlich schon das letzte Türchen des Adventskalenders geöffnet. Und wir haben ja heute Mittag noch den 4. Advent-Spezial und heute Abend noch Retronachten Teil 1. Mein Gott, das ist ja heute ein wahres Fest der Freude. Wie gesagt, Audiocast, du in Anführungszeichen ein neues Format auf meinem Kanal. Immer mal wieder gerne ein paar Sätze dazu. Und ich stelle gerade fest, ich glaube, ich brauche ein neues Mikrofon, zumindest einen Ständer für mein Mikrofon. Das ist irgendwie recht klein. Wenn ich so hier auf meinem Stuhl sitze und gemütlich hier mir die Präsentation ansehe, keine Ahnung, fühle ich mich irgendwie ein bisschen klein. Gut. Retronachten, Weihnachten mit Perudo. Was wird euch jetzt die nächsten drei Tage erwarten? Also heute dann am frühen Abend und dann morgen, dann bereits sehr, sehr früh morgens, wie es mir auch früher gemacht hat. Also früh morgens aufstehen, mit den Geschenken spielen, zumindest habe ich das so gemacht. Und deswegen schauen wir uns mal an, was wird uns jetzt die nächsten Tage begleiten. Ja, wie gesagt, ich habe es am Anfang ja schon angedeutet, der Adventskalender ist heute leider zu Ende gegangen. Ich bin schon ein bisschen traurig, ein bisschen mit Wehmut blicke ich auf die 24 Türchen zurück. Es war eine schöne Zeit mit der Coleco Vision Maschine oder beziehungsweise mit den Spielen besser gesagt, weil es ist ja eine Emulation. Aber nicht nur das ist schön gewesen, also die Spiele, die haben mir also wirklich sehr viel Freude bereitet. Was mir noch viel mehr Freude bereitet war, waren die zahlreichen Kommentare und vor allen Dingen auch die kontinuierlichen Kommentare von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern. Ja, fand ich ganz, ganz prima. Das ist für mich schon so ein kleines Weihnachtsgeschenk. So. Der Weihnachtsabend, also der Heilige Abend, ja in einigen Bereichen hier in Deutschland genannt, wird uns die total verrückte Rallye begleiten von Blue Byte aus dem Jahre 1995. Das System MS-DOS, das ist ja eins der Systeme, mit dem ich aufgewachsen bin. Es ist ein PC-Windows-Spiel, eine Art Gesellschaftsspiel. Das heißt also, wir spielen da in Runden und es gibt sogar einen Hotseat-Modus, in Anführungszeichen. Also den gibt es natürlich nicht, weil der Hotseat, der steht hier im Raum, ne? Also ich sitze mit meinem Popo auf dem Hotseat. Aber das ist so gedacht, dass man quasi gemeinsam spielt. Ich glaube mit 1, 2, 3, 4 bis zu 8 Spielern meine ich mich zu erinnern. Und 300 Runden können wir spielen. Das ist also echt schon Wahnsinn. Ja, man hat sich so ein bisschen orientiert, wahrscheinlich auch Mario Party. Also ist schon eine schöne Sache. Und 300 Runden, Leute, das bedeutet wirklich nächtelang durchzocken. Was ich mit meiner damaligen Freundin auch gemacht habe, aber mehr erzähle ich dazu beim Spiel selber. Ich hoffe, mir ist es geglückt, so ein bisschen diese Nostalgie rüberzubringen beim Spielen. Man muss sich doch relativ gut konzentrieren beim Spielen und man vergisst immer so viel. Und aktuell kann ich ja immer nur abends aufnehmen und ja, das ist halt so eine Sache. Erwähnenswert bei dem Spiel auf jeden Fall ist der Ostblock. Der ist nämlich am Anfang noch nicht verfügbar, sondern erst viel, viel später. Und der elendige, dreckige, blöde Dr. Drago, der einem echt auf die Nerven gehen kann. Gut, am ersten Weihnachtstag haben wir uns das System C64 rausgesucht. Das ist ja auch ein System, mit dem ich groß geworden bin. Und zwar das Spiel Robin of the Wood von 1985 von Odin Computer Graphics. Oder System 30 war, glaube ich, der Verleger. Entwickler war OCG. Und es ist ein, ja, es wird immer so als Adventure-Spiel, Labyrinth-Spiel bezeichnet. Ich würde es eher als ja, Labyrinth-Spiel hauptsächlich bezeichnen, denn man muss sehr viel rumsuchen und sehr viel aufzeichnen. Das habe ich zumindest früher gemacht mit einem Freund zusammen. Und man ist quasi der Sohn von Alleric, der irgendwie, glaube ich, von Sheriff getötet wurde. Und es wurde ein silberner Pfeil geraubt, den wir dann wieder beschaffen müssen. Und ja, dazu müssen wir zu einem Bogenschießwettbewerb, weil dieser silberne Pfeil, der wird dort als Preis dargeboten. Und ja, also die Story ist eigentlich viel besser als das Spiel selber. Und ich stelle mir wirklich die Frage, ist das heutzutage noch spielbar? Beziehungsweise ist das, kann man das ernsthaft ja, spielen? Denn
das Ende des Spiels ist tatsächlich nicht das Bogenschießen. Davon kriegt man gar nichts mit, weil wenn man die drei roten Pfeile besorgt hat von unserem End, aber ihr seht das ja dann am 25. Also das nicht wahrscheinlich, weil das habe ich glaube ich nicht hingekriegt, die roten Pfeile zu kriegen. So viel Geld hatte ich nicht gefunden. Aber dann ist Feierabend. Dann kommt halt so eine Statistikauswertung am Ende, wie viel Fläche man entdeckt hat, wie viel Punkte man... Auf jeden Fall Statistik am Ende. Und deswegen, ach, ich weiß nicht, ob das wirklich heutzutage noch geht. Also wenn wenigstens dieser Bogenschießwettbewerb am Ende noch da gewesen wäre, wo man das, dann tatsächlich gewinnen müsste, das wäre noch spannend gewesen. Aber das gibt's nicht. Und das finde ich schade. Und daher glaube ich, ist da die Nostalgie wirklich sehr, sehr stark verankert, weil jetzt kommen wir nämlich eigentlich zum eigentlichen Punkt, was sich wahrscheinlich auch einige fragen werden, zumindest die C64-Kenner unter euch, warum dieses Spiel hat er sich ausgesucht. Ja, das stelle ich mir wirklich die Frage und ich glaube, es liegt wirklich tatsächlich an diesem extrem starken Nostalgiefaktor, dass ich es sehr, sehr oft mit einem Freund zusammengespielt habe, wir auch wirklich das aufgezeichnet haben auf so Mathematik-Karo-Papier und wahrscheinlich hängt deswegen mein Herz dran, aber ich hoffe, ich kriege das dann so ein bisschen erzählt im Spiel am 25. Am zweiten Weihnachtsfeiertag dann The Humans, diesmal auf dem Amiga CD32, den hatte ich nicht. Ich habe mir aber trotzdem die Amiga-Version rausgesucht, weil ich nicht nochmal MS-DOS zeigen wollte, weil das hatte ich ja schon am Heiligen Abend gezeigt, also werde ich heute zeigen, wenn ihr es heute schauen solltet am 24. Und ja, The Humans ist von 92, also ein etwas neueres Spiel in dem Sinne. Ist von GameTech, ist ein, ja, so ein Rätselplattformer, sage ich mal. Weil diese Humans, diese Männchen, die wir steuern können, bestimmte Fähigkeiten haben. Diese Fähigkeiten müssen wir einsetzen, um das Level zu lösen oder zu gewinnen, besser gesagt. Und ja, warum das so ein bisschen mein Favorite ist oder warum ich das zeigen möchte, so ein bisschen die Nostalgie dahinter steckt, ist halt die Story mit Joystuff. Das werde ich dann halt, wie gesagt, am 26. erzählen. Das habe ich selber, glaube ich, sehr, sehr wenig gespielt. Also das habe ich tatsächlich eher mit einem Freund zusammen gespielt. Ja, das ist so ein bisschen, was uns jetzt die nächsten drei Tage erwarten wird. Das Silvester-Spezial habe ich mir vorgenommen. Bud Spencer und Terence Hill, Slaps and Beans, ist ja relativ zügig rausgekommen. Ich habe es ja schon mal bei Twitter angekündigt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, weil ich fühle mich aktuell wirklich nicht so gesund. Ich habe jetzt hier für diese Aufnahme extrem viel Nasenspray und irgendwelche Pillchen eingenommen, die meine Gesundheit verbessern sollen, zumindest die Symptome unterdrücken. Also nicht irgendwelche anderen Pillchen, ne? So mit Gesichtern drauf oder so und sowas. Das auf gar keinen Fall. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es kommt. Aber wenn, dann halt im neuen Jahr. Denn das Wichtigste war erstmal tatsächlich, Retro-Nachten aufzunehmen und das habe ich jetzt, wie gesagt, geschafft und ich hoffe, ihr habt da sehr viel Spaß dabei und ich denke, Silvester bekommt ihr auch anders irgendwie rum. Da gibt es auch schönere Sachen, als hier auf meinem Kanal rumzuschauen. Ja, Stichwort schauen. Ihr seht ja, dieser Audiocast heißt ja auch Audiocast und nicht Vlog, denn mein Radiogesicht, das möchte ich ungern hier zeigen und deswegen wird es erstmal so präsentationsmäßig hier weitergehen. Was haben wir als nächstes? Nintendo Switch, genau. Nintendo-Spiele bei den Retro-Helden. Ich hatte es ja mal in einem Quartalsvideo angekündigt, ich glaube sogar im letzten Quartalsvideo, dass ich tatsächlich auf dem Hauptkanal oder auf dem Vidme-Kanal Nintendo Switch-Spiele zeigen wollte oder Nintendo Wii U-Spiele. Jetzt ist natürlich leider Vidme down und bei YouTube kriege ich mir immer so ein bisschen Ärger, weil Nintendo ist einfach doof. Die ärgern einen und wollen dann Geld haben, obwohl ich gar keine Werbung schalte vor den Videos. Und zudem habe ich aktuell auch gar kein Screen-Capture-Gerät mehr, denn mein Elgato ist kaputt gegangen. Hatte eh nur 30 Frames in Anführungszeichen, nur reichte eigentlich auch. Und ich denke, wie gesagt, deswegen denke ich mal, dass 2018 keine Spiele kommen werden, weil sie ist ja eigentlich auch nur, ja, ist auch nicht so richtig retro. Gut. Aber nur so als Info, falls Leute irgendwie warten sollten, wird es erstmal nicht kommen können. Allein schon, weil ich gar kein Aufnahmegerät mehr habe. So, ich glaube, meine Stimme, die lässt schon wieder nach.
Und kommen wir zum nächsten Thema. Unerfüllte Weihnachtswünsche, heiß gewünscht und kalt serviert, der Titel. Ja, was verbirgt sich dahinter? Ich habe vor ein paar Tagen in der Zeit einen interessanten Artikel gelesen, tatsächlich über Wünsche, die man als Kinder hatte, zumindest der Autor, der das geschrieben hat, oder die Autorin, das weiß ich schon gar nicht mehr. Und die haben halt so ein paar Leute interviewt, ich weiß nicht, ob das die Redaktion war oder tatsächlich die Leute auf der Straße, was man sich so gewünscht hat als Kind, sehnlichst und nie bekommen hat. Da dachte ich mir, das ist eine gute Sache, darüber können wir mal reden. Und ja, ich zeige einfach mal hier ein paar Bilder. Ich denke, der ein oder andere wird sich da schon ein Bild drüber machen können. Ein Fernglas. Ja. Ich weiß nicht, das ist nicht der älteste Wunsch, denn der kommt auf der nächsten Seite, der älteste Wunsch. Aber durchaus schon ziemlich mittelfristig. Habe ich nie bekommen. Habe ich mir immer so gewünscht. Ein Fernglas oder Feldstecher, je nachdem aus welcher Region ihr kommt. Nennen wir es ja ganz gern mal, oder? Es ist eher Jugendsprache gewesen aus den 80ern. Feldstecher. Egal. Ja, ein Fernglas. Wollte ich gern immer die Vögel beobachten. Nein, Spaß. Tatsächlich, fand ich eigentlich immer ganz interessant, aber nicht bekommen. Egal. Dann als nächstes das C64-Spiel Masters of the Universe. Das habe ich mir auch immer sehnlichst gewünscht und nie bekommen. Einmal hat meine Mama gesagt, ja, wenn du mal ein bisschen besser Englisch kannst, dann kannst du das Spiel auch bekommen, weil da wäre sehr viel Text. Ich habe es irgendwie vor ein paar Monaten mal gespielt, da ist überhaupt gar kein Text drin. Aber wahrscheinlich irgendeine Ausrede, in Anführungszeichen, von meiner Mama. Oder es gibt irgendwie zwei Spiele, ich weiß nicht, ob es vielleicht ein Text-Adventure gibt oder halt ein Action-Spiel. Aber wie gesagt, habe ich nicht bekommen. Ist auch grottenschlecht, ich bin auch froh, dass ich es nie bekommen habe. Also ist es nicht so ganz unerfüllt. Aber wie gesagt, das war nicht so der Knaller und ich weiß auch heutzutage gar nicht mehr, warum ich mir das unbedingt gewünscht habe. Ich glaube, man war irgendwie in den 80ern doch so ein bisschen Masters-Fan. Die Serie habe ich ganz gern geguckt, die war auch ganz gut, aber wie gesagt, das Computerspiel, das ist eigentlich nicht so. Ja, und da hängt der Nintendo Game Boy, habe ich mir immer mal zu Weihnachten gewünscht. Ich glaube, zweimal? Ich glaube, zweimal? Oder war das einmal Geburtstag? Egal. Ja, wie gesagt, gewünscht, aber tatsächlich nicht bekommen. Den habe ich dann tatsächlich irgendwann später zum Geburtstag bekommen. Da war ich sehr, sehr happy. Aber zu Weihnachten ist er mir leider verwehrt worden. Ebenso der Sony Walkman MD, diese Minidisc, wer kennt die von euch noch, ne? Diese ganz kleinen Kassetten mit diesen CDs drin. Oder Cartridges, wie man es auch nennen mag. Oder Plastikdinger mit irgendwelchen CDs drin, die so klein sind. Aber trotzdem, das war eigentlich eine coole Sache, MD. Ist aber auch sehr schnell gestorben, denn dann kam die MP3-Player. Und das hatte eine kurze Lebensdauer, war aber eine coole Sache. Ich hatte so ein stationäres Gerät. Fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Was noch viel, viel kürzere Lebensdauer hatte, war tatsächlich diese Laserdisc. Wer kennt die noch? Diese Schallplatten, große CDs. Krass, also ich weiß noch, da kenne ich einen, der hatte tatsächlich dieses Teil sich geholt und hatte viel Freude dran, aber das war nichts für mich und egal. Gut, ja, und das Älteste, was ich mir gewünscht habe und bis heute nie bekommen habe, was immer noch wirklich ein Loch in meinem Herzen oder in meinem Gefühlsleben hat, ist tatsächlich das hier. Lego Piraten. Und zwar die 6270 Legoland. Ich glaube, Hideout heißt das im Englischen. Das ist also quasi das Piratenversteck, meine ich zumindest. Und habe ich mir wirklich zu Weihnachten gewünscht. Also sehnlichst. Ich habe mir das schon vorgestellt, wie ich das am Heiligen Abend aufbaue und am ersten Weihnachtsfeiertag ganz, ganz früh morgens bin ich immer aufgestanden, um meinen Geschenken zu spielen. Dann unterm Tannenbaum spiele mit dem Piraten und mit dem Soldaten, der da gefangen ist, der dann flüchtet und versucht dann zu fliehen und schaut euch die Platte mal an. Also man hat Wasser, Sand und Grünzeug. Also es ist einfach wirklich mit viel Liebe zum Detail. Gut, wenn man jetzt im Erwachsenenauge ein bisschen schaut, es ist ein bisschen wenig Lego. Ne? Man hat da so eine große Hängebrücke, so eine dicke Treppe, vielleicht so zwei so Segel oder was auch immer das da ist, wo der Affe sich dran hoch klettert oder dran zieht. Eine riesen Piratenflagge, aber schöne Palmen. Also, wie gesagt, für mich war das
Also ich fand das früher echt cool und ja, das ist bis heute noch ein unerfüllter Weihnachtswunsch. Ist auch, glaube ich, mittlerweile viel zu teuer. Oder wenn es das überhaupt noch gibt. Und ja, aber jetzt bin ich eh nicht mehr so dabei. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch einen Schwerpunkt an hier in den Audiocasts, die auch zukünftig kommen werden. Nostalgie im Fokus. Dieses Thema ist tatsächlich dann aktuell mit Monkey Island oder doch nicht. Aber das so Nostalgie im Fokus, da möchte ich gerne immer mal ein Thema vorstellen und so eine Palette, wie das so künftig sein könnte, seht ihr jetzt hier mal. Wir haben hier ein paar verschiedene Grafiken, die habe ich mal eingefügt. Wir haben den Commodore Data Sette, Epix, Data Becker, den C64, Monkey Island, dann nochmal Monkey Island und die Kölnmesse. Ja, was hat das alles? Hat das irgendwas gemeinsam oder was bedeutet das? Letztendlich für mich sehr viel, denn zum Beispiel Data Becker, wer kennt noch die goldene Serie? Tja, das war tatsächlich echt eine Sache, die eingeschlagen ist, glaube ich, wie eine Bombe. Data Becker war ja schon sehr erfolgreich, mit dem Aufkommen vom Amiga, glaube ich, angefangen. Ich weiß nicht, ob Data Becker, glaube ich, hat auch Hardware verkauft, zumindest in der Amiga. Den gab es in Düsseldorf und in Köln, so wenn ich mich erinnern kann. Ist 2014 insolvent oder hat das Ding einfach geschlossen. Und ist schon ein relativ großer IT-Verlag gewesen in den letzten Jahren. Oder seit den Anfängen bis halt, wie gesagt, 2014. Und ich glaube, so das Genickbruch von Data Becker war tatsächlich hier Aufkommen vom Internet und ja, Smartphones. Ich weiß nicht, ob die den Sprung nicht geschafft haben auf diese Plattform oder auf diese neue Technik oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber wie gesagt, die Goldene Serie, da gab es ja wirklich, da konnte, glaube ich, jeder Hobbyprogrammierer irgendwas da einschicken und das haben die dann veröffentlicht. Ich sage ja nur CD-Druckerei. Treibergenie, GFA Basic, wer kennt das noch? Also wirklich teilweise grottenschlecht. Thriller Sounds, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und eine CD, da waren so ein paar Soundeffekte drauf, was haben die denn für 19,80 Mark verkauft? Also, ja. Unten links haben wir das Köln-Messe-Logo. Wer kennt von euch noch die Computerspielemesse oder die Amiga? Vor der Gamescom, ja, das ist ja wirklich kaum einer. Und auf dieser Kölnmesse, auf dieser Spielemesse, da habe ich mal Peter Molyneux getroffen, der Erfinder von Magic Carpet oder von Black and White und von diversen anderen Spielen. Und ja, das ist ein ganz lustiger Typ. Gut, ist jetzt auch schon wieder zig Jahre her, aber das war schon schön eigentlich. Es war so eine wirklich eine gute Mischung aus Verkauf und Ausstellung. Zumindest kann ich mich da sehr gut und gerne dran erinnern. War ich zweimal insgesamt. Ich glaube, danach gab es sie nicht mehr. Ja, dann haben wir oben links noch die Datasette vom Commodore C64 und unten rechts den C64 selber. Ja, das war auch so ein Highlight damals, den 64 zu bekommen, also zu kaufen. Und ja, sehr, sehr viele, viele Spielstunden damit und der Kauf alleine schon da, das ist ja schon, ja, eine, da gab es eine Aufregung dabei, aber das, wie gesagt, erzähle ich tatsächlich mal irgendwann später bei Nostalgie im Fokus. Tatsächlich, was wir uns jetzt hier mal anschauen werden, ist Monkey Island, einmal der zweite Teil und ich habe hier links von Monkey Island 1 eine 4-Grafik-Datei mal reingeladen, Monochrom, CGA, EGA und VGA. Und warum zeige ich das? Ja, weil Monkey Island hat eine interessante Geschichte bei mir. Ich habe tatsächlich mit dem zweiten Teil begonnen, aber auch nur, weil ein Freund von mir da ja fast schon drauf bestanden hat. Er meinte, das ist ein gutes Spiel, hier spiel das mal, lass uns zusammen mal spielen. Und ja, irgendwann hat der Funke auch bei mir zugeschlagen und ich habe tatsächlich erst 2 gespielt und dann 1. Weil ich so geflasht war von diesem Spiel, habe ich mir irgendwann Monkey Island 1 besorgt, aber da gab es der große Schock. Ich hatte irgendwie die EGA-Version bekommen. Ich weiß nicht, ob ich nicht darauf geachtet habe oder ob das Schild unten links, hier VGA 256 Farben, ob es das nicht gab bei Monkey Island 1 oder ob der Sack mir, der Verkäufer, mir eine alte Version angedreht hat,
Wie gesagt, es war tatsächlich hier unten links die EGA-Version. Und ein Freund von mir hatte die VGA-Version. Das war bitter. So, was dann passiert ist, das können sich einige jetzt denken, aber ich sage es nicht. Aber wie gesagt, war eine coole Sache. Und ja, das denke ich mir, werden wir auch dann bei Nostalgie im Fokus nochmal genauer betrachten, was so die Geschichte bei Monkey Island und insgesamt die Lucas als Adventure bei mir ausgelöst haben. Und auch dieser Kanal ist ja ursächlich und für mich eigentlich immer noch hauptsächlich wegen den Adventures von LucasArts. Und der findige Besucher meiner Videos oder meiner YouTube-Seite weiß ja auch, dass es nur noch ein Spiel, ein einziges letztes Spiel gibt, was ich noch spielen muss. Und dann habe ich eigentlich mein Kanalziel erreicht. Aber das zögere ich noch so ein bisschen hinaus. Und The Dick ist jetzt auch, ja, es ist ein gutes Adventure, aber gibt so ein paar Sachen, die mich da doch etwas nerven. Ich sage nur Laufwege, irgendwelche Knochenpuzzle. Also, da fällt mir auch nichts mehr anderes zu ein. Oben haben wir Epix. Das, allein der Name schon, das ging runter wie Öl bei mir. Also Epix, eine wirklich geniale Software-Schmiede oder Verleger. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Allein schon die Games-Serie. Naja gut, lassen wir mal Summer Challenge und Winter Challenge mal links liegen. Also The Games fand ich jetzt nicht so toll. Aber, wie gesagt, Summer Games, Winter Games, World Games, California Games. Was haben wir noch von Epix? Da gab es das Wrestling, das war eigentlich auch ganz nett. Das Spiel fand ich auch ganz, ganz gut. Pitstop. Dann gab es hier Hot Wheels. Dann gab es das... Ach, wer ist das? Motorcycle. Ach, wer ist das nochmal, das Spiel? Mit dem Motorrad-Rennspiel. Habe ich auch auf meinem Kanal. Könnt ihr mal schauen. Dann Mission Impossible und diverse andere, ja, Blockbuster eigentlich schon. Also Epix war das, was später LucasArts für mich war. Oder Lucasfilm Games. Blindkauf. Also ich bin in den Laden gegangen, habe gesagt, oh, was haben wir denn da? Monkey Island, ja gut, Monkey Island 2 ist The Dick, Quatsch, The Dick hier, Sam & Max oder Day of the Tentacle oder was auch immer. Hier, LucasArts Spiel, kaufe ich. Oder hier, oh, es gibt was Neues von Epix, Summer Games. Oh, das kenne ich ja noch gar nicht. Kaufe ich. Und wie gesagt, Summer Games 2 hatte ich auch zuerst als, was hatte ich zuerst, also hatte ich vor Summer Games 1. Ich sollte wirklich anfangen, früher aufzunehmen. Das ist echt schon sehr, sehr spät. Man verhaspelt sich einfach so sehr. Und ich will das Video auch nicht so lange machen, deswegen rede ich wahrscheinlich auch schneller, als ich denken kann. Aber egal. Summer Games 2 hatte ich vor Summer Games 1. Quasi mit der Anleitung bei Summer Games 2. Übrigens gekauft bei Allkauf. War so ein Hinweisschild. Oh, spiel doch mal die Summer Games 1 Spiele. Und ich so meine Mama. Welche Summer Games 1 Spiele? Meint sie. Ist das eine extra Software? Ja. Summer Games 2 hat tatsächlich, glaube ich, 49 Mark gekostet. Also es war schon wirklich teuer. Dafür war Summer Games 1 umso günstiger. Denn das gab es nämlich tatsächlich so als... Oh, bei Kaufhof war das. Ich glaube 9 Mark oder sowas. Das war so ein Low-Budget-Titel oder sowas. Wie nennt man sowas? Im Krabbeltisch war es jetzt nicht. Es hing irgendwo an so einer Säule. Und aber auch das ist so eine Sache. Nostalgie im Fokus. Darf ich ein bisschen drauf eingehen? Das war, sind schon schöne Momente damals. Ja. Und dann Monkey Island, Epix, Databaker. Das sind so Sachen, die dann so kommen werden in den nächsten Audiocast. Und ja, dann möchte ich nochmal vielen Dank sagen für die schöne Zeit, für das gute Jahr 2017. Wir wollen jetzt hier im letzten Quartal beim Adventskalender, beziehungsweise bei Retro-Nachten 2018 wird so ähnlich weitergehen. Ich weiß nicht, ob ich nochmal ja, quasi die Energie aufbringen kann, wie 2016 und 2017. Es ist schon sehr viel Mühe, gerade mit dem Retro-Beat. Aber noch habe ich Lust und deswegen
denke ich, dass es 2018 weitergeht. 2018 geht es auf jeden Fall mit Sherlock Holmes weiter. Ich habe es, wie gesagt, leider nicht mehr geschafft, Sherlock Holmes aufzunehmen. Aber ich denke, ab Januar, Februar werde ich Zeit haben, die Sachen aufzunehmen. Deswegen wird es auch in den ersten ein, zwei Monaten keine Videos geben, weil ich muss einfach jetzt wieder, wie gesagt, ein bisschen produzieren und aufnehmen. Ich kann leider nicht immer so aufnehmen, wie man so möchte. Es gibt ja auch Familie. Aber ich denke, 2018 wird ein tolles Jahr. Thimbleweed Park, denke ich, geht auch weiter. Nicht nur weiter, sondern das muss ich wieder von vorne anfangen, weil ich habe schon wieder alles vergessen. Da war ich ja so ein bisschen frustriert. Da hatte ich irgendwie so einen Punkt erreicht, wo ich dachte, Ron Gilbert, das bin ich eigentlich von dir nicht gewohnt. Aber wahrscheinlich bin ich noch mit dem falschen Fuß aufgestanden. Gut. Jetzt haben wir schon wieder die 25:51 geschafft. Ja, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, einen schönen heiligen Abend, schöne Weihnachtsfeiertage. Genießt die Tage zwischen den Jahren, wie man immer so schön sagt. Habt ein schönes Silvesterfest und kommt gut ins neue Jahr. Und falls ich es schaffen sollte, werde ich mein Silvester-Spezial noch aufnehmen. Und ansonsten sehen wir uns einfach frisch und munter im neuen Jahr wieder. Danke 2017, danke an euch und dann würde ich sagen, bin ich raus. Wie sagte nochmal Peter Lustig? Ihr könnt abschalten, oder? Ja, ihr könnt abschalten. Bis dann. Tschüss, euer Perudo.